eine NATO-Mitgliedschaft der mittel- und osteuropäischen Staaten zu einer Antagonisierung von Russland führen würde, dass dort... Was ist da, aber dann ist die Frage, was ist das Erklärungsziel? Die Interessen der Briten zu rekonstruieren, also wie die Interessen zu... Also der Bürokratie. Dafür habe ich den Vortrag heute in zwei Hälften gegliedert. Im ersten Teil widme ich mich dem Inhalt meines Projekts. Dafür hebe ich meine Forschungsinteressen hervor, gefolgt von einigen theoretischen Bemerkungen. Anschließend werde ich auf den historischen Hintergrund... Du hattest ja auch am Anfang kurz die sogenannten Baseballschlägerjahre ja auch angesprochen. Da wäre so meine Frage, inwiefern ist es letztlich vor allem eine westdeutsche Geschichte, die du dir anschaust, oder schon eben... Ich würde selbst den Rassismus gegen sie als was anderes empfinden als Antisemitismus. Genau, wo einzelne Algerier bedroht sind, abgeschoben zu werden und sich dann das Kollektiv an einem Standort dafür einsetzt, dass sie bleiben können. Es ist enorm schwierig, die ostdeutsche Erfahrung zu definieren. Was ist denn jetzt ostdeutsch? Was zählt für uns dazu, was nicht? Und das ist, wir haben so eine Idee einer partizipativen Forschung und dennoch muss die Forschung natürlich unabhängig bleiben und ihre Unabhängigkeit wahren. Und der Ansetzung kommt, dominieren Bilder wie diese in der Berichterstattung. Hier sehen Sie einen Polizisten einer Berliner Polizeieinheit beim Einsatz gegen einen Demonstranten in Wackersdorf. Wie sozusagen die unterschiedlichen Traditionen der unterschiedlichen Polizeikräfte und deren Erfahrungen, wie greife ich das, ja, wenn das Thema der... Ich habe am Anfang gesagt, du hattest vielleicht auch vor, dann Gruppendiskussionen zu machen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Da hätte ich wirklich einfach nur die Anmerkung, das ist eigentlich eine ganz andere Methode und das erfordert ganz andere... Historikkommission zur Geschichte des Bundesarbeitsgerichts habe ich seit 2 Jahren eine Kollektivbiografie von 25 Richter und Richterinnen aus der ersten Generation des Bundesarbeitsgerichts gearbeitet. Die 1923 oder früher geboren wurden. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf den Biografien der Richter und Richterinnen aus der NS-Zeit. Dass es eben eine Veränderung in der Verwaltungskultur gibt, die letztlich auch dazu beiträgt, dass sich diese Personen dann auch in ein demokratisches System einordnen. Weil auf der einen Seite gibt es die Erinnerung an diese sehr brutale Situation, dieses massive Bauwerk, die Grenze, was dort alles passiert ist, was für 1000 Schicksale dort sich abgespielt haben. Und dann kommen wir dahin und sehen eine schöne Blumenwiese. Da kommen wir gleich drauf. Dorf. Was wir da gefunden haben, ja. In der Nähe von diesem Dorf, wo ich halt die ersten 6 Jahre gelebt habe, das ist eigentlich